Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibär-Manöver. Da gibt es hier eine neue Folge Stuck. Zeigen wir die Multibär mit mir gegen einen Protoss. Ja, es läuft bei mir gerade gar nicht. Deswegen kommen auch gerade auch nicht so viele Videos. Das ist einfach zurzeit richtig ätzend, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sehen, ich werde ein bisschen durchbeißen, ein bisschen mich verbessern. Das geht schon mit der Zeit. Das Problem ist halt, ich spiele viel zu viel 2 gegen 2. Das macht einen. Im 1 gegen 1 ganz schön schlecht. So, wir spielen auf jeden Fall 3 Gate Oracle Opening. Also All-In, nicht Opening. Absoluter All-In. Ich habe mit keinen Schaden, mache mich tot. Aber wir werden es überraschen lassen. Das schaffen wir schon. Ich muss sagen, der Season-Start ist ganz schön extrem schwer zurzeit. Für mich. Ich weiß auch nicht warum. Habe schon einige Spiele gespielt, aber kann ich alle nicht zeigen, weil die einfach nur absolut schlecht sind von mir. Doppelgas ist schon mal gut. Zur Zeit läuft es einfach nicht. Aber wir mal gucken, wie das Spiel jetzt hier abläuft. Was ist das denn? Putz? Was? Putzbot? Okay. Eure Sonden werden angegriffen. So, wir produzieren auf jeden Fall ohne Ende. Mir egal, aber okay, den Fight gewinnen. Ah, ich verstehe es nicht. Warum ich den Fight hier nicht gewonnen habe gegen die blöde Drohne. Einfach. Nicht ersichtlich. So, der denkt, er hat mich jetzt delayed. Dabei ist mir das total egal. Was er da gemacht hat. Das lässt mich voll kalt, denn wir wollen hier einen All-In zaubern. Nehmen wir ein erstes Warp Prison. Ich habe auch vor dem Warp Prison noch. Glaube ich, meinen. Ja, Upgrades vergessen. Früh genug rauszuhauen. Und das wird wahrscheinlich wieder das Spiel, mich schon wieder das Spiel kosten. Oh, es geht eigentlich. Das nicht ganz wichtig ist, einen Beobachter zu bauen. So, und wir brauchen noch ein paar Pylonen. Dafür ist halt das Schild, die Schildbatterie gut. Ja.
war doof. Na egal, wir probieren es damit. GG! Gut. Haben wir es doch mal geschafft, diesen Bild endlich zu spielen. Puh, ja, wie ihr seht, 3800 MMR. Das ist nicht witzig. Zurzeit bei mir. Und zurzeit ziemlich schlecht. Aber gesehen, gegen Flieger ist der Bild echt auch optimal. So, ich hänge noch eins dran, was ziemlich kurz war. Und ja. Gucken, was wir jetzt für einen Gegner kriegen. Wir werden sehen. Gegen spielen wir vielleicht nochmal. Vielleicht auch nicht. Und wir spielen gegen einen Barcode Protoss. Mhm. Also Barcode. Haha. Ich spiele uns selber nochmal. Spiel den selben Song nochmal. Ich bin heute ein bisschen schlecht drauf, also mir nicht übel nehmen. Obwohl heute eigentlich nicht so lange gearbeitet habe. Keine Ahnung, woran es liegt. Da habe ich echt keine Ahnung gerade, was zur Zeit dran liegt. So, wir kriegen keinen Cannon Rush ab. War keiner. Kein Cannon Rush. Doppelgas haben wir. Ist jetzt eigentlich alles okay bei mir? Mehr brauchen wir nicht. Ich will nur wissen, was er als Fallout baut. Wir werden die Drohne opfern. Also die Sonde. Oh, Adepten. Na ah, okay, ist nicht so problematisch. Nicht ganz so problematisch. Oh nein, ich habe den zweiten Stalker vergessen. Ganz schön schlecht. Ganz schön schlecht von mir. Ganz schön mies. Ganz schön mies. Der ist auch viel zu. Ich habe auch viel zu früh
die Robo gebaut. Ganz schön mies. Ah, es passt schon. Kann das Warp Prison jetzt auch nicht Chrono boosten, also... Irgendwas stimmt gerade bei mir gar nicht. Ganz wichtig. Nicht zeigen. Nicht zeigen. Vorbei. Da brauche ich gar nichts gegen. Das ist vorbei. GG. Ah, wollte schon rüberkommen. Und ich habe, glaube ich, auch ganz was ganz Wichtiges vergessen bei mir. Warum hatten. Also. Das. Wie heißt denn Schildwetter? Habe ich, glaube ich, vergessen. Aber unschlecht. Warum hatten der schon so viele Flieger schon wieder gehabt, ey? Also, manchmal zweifle ich ein bisschen an mir selber. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutti Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Mutti Bär. Tschüss, tschüss.